Ich könnte mir nicht vorstellen, dass mir ein Medikament aus der Apotheke, das mir ein Arzt verschrieben hat, schaden könnte. Ich bin stinkwütend auf Herrn Servier. Er ist 88. Ich werde keine 88. Dies ist die Geschichte des Medikaments Mediator, das Mitte der 70er Jahre in Frankreich vom Pharmakonzern Servier entwickelt wurde. Das Mittel, das die Wirkung einer Diabetesbehandlung verstärken sollte, galt über 30 Jahre lang als Star unter den Pharmaprodukten. Allerdings wurde Mediator häufig auch als Appetitzügler verschrieben, mit schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie wir heute wissen, vor allem einer Schädigung der Herzklappen. Diese Entgleisung steht stellvertretend für das französische Gesundheitssystem, dessen Fehlleistungen die Verbreitung weiterer gefährlicher Medikamente ermöglicht haben. Die Mediator-Affäre hat die finanziellen Verbindungen zwischen Pharmaproduzenten und Aufsichtsbehörden offengelegt. Und sie offenbart ein seltsames Wohlwollen der Politik gegenüber einem einflussreichen Pharmaunternehmen. Zutaten für eine absehbare gesundheitliche Katastrophe. Die Mediator-Affäre ist in meinen Augen die Quintessenz, der Inbegriff eines Skandals. Das sind 500 Anzeigen, die wir heute übergeben wollen. Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung bzw. Tötung. Wir beschuldigen den Pharmakonzern Servier. Diesen 500 Anzeigen werden noch viele folgen. Allein diese Opfervereinigung hat bereits über 3000 Anträge auf Entschädigung gesammelt. Dabei geht es nicht nur um finanziellen Schadenersatz. Die Betroffenen wollen verstehen, wie ein nutzloses und gefährliches Medikament über 30 Jahre lang verkauft werden konnte. Ich kämpfe für die Opfer. Wie konnte es dazu kommen? Wer ist, abgesehen von der Firma Servier, verantwortlich? Das vor allem soll dieses Verfahren ans Tageslicht bringen. Im Laufe unserer Recherchen haben wir Zeugenaussagen und Dokumente zusammengetragen, die erklären, wie das französische Kontrollsystem für Medikamente, das im Ausland als besonders effizient galt, versagen konnte. Mediator soll 500, nach anderen Angaben sogar 2000 Tote gefordert und weitere Tausende zu Schwerkranken gemacht haben. Das Aus für Mediator wurde fernab von Paris und den Entscheidungszentren eingeläutet. Im November 2009 wurde das Medikament vom Markt genommen. Dank der Hartnäckigkeit einer Frau, einer Fachärztin für Lungenheilkunde am Universitätskrankenhaus in Brest. Eine Ärztin, wie es in Frankreich Tausende gibt. Nur, dass nicht alle ein derartiges Engagement auszeichnet, wie Irène Franchon. Ich war beunruhigt. Ich bin über die menschlichen Tragödien einfach nicht hinweggekommen. Das hat mich motiviert. Zu Beginn meiner Recherchen habe ich keine Sekunde vermutet, dass sich hinter dem Baum ein ganzer Wald verbergen könnte. Im Februar 2007 wurde in unsere Abteilung eine übergewichtige Patientin aufgenommen. Die Kollegen haben eine Herz-Ultraschall-Untersuchung durchgeführt und einen ausgeprägt hohen Blutdruck in der Lunge festgestellt. Und als ich mir dann ihre Akte ansah, klingelte es beim Namen Mediator. Durch den enormen kommerziellen Erfolg des Mittels wurden überall in Frankreich Menschen zu Opfern von Mediator. Frauen und Männer, deren Leben aus den Fugen geriet, nachdem sie ein angeblich risikofreies Medikament eingenommen hatten. Das alles fällt mir schwer. Marie-Claude Frigou nahm Mediator 10 Jahre lang, um ihren Diabetes zu behandeln. Nach 6 Jahren setzten anormale Schmerzen ein. 2004 bekam ich Schmerzen in der Brust und bin zu meinem Hausarzt gegangen. Er stellte ein Geräusch fest und sagte, das gefällt mir gar nicht.
Der Kardiologe entdeckte schließlich zwei Herzklappenfehler. Er sagte, falls es sich verschlimmert, müsste ich am offenen Herzen operiert werden. Ich behaupte, dass man uns vergiftet hat. Ich bin erst 67. Seit 7 Jahren kenne ich keinen normalen Alltag mehr. Mein ganzes Leben ist ruiniert. Man darf doch nicht einfach Medikamente verabreichen, die die Menschen krank machen. Marie-Claude Frigou dachte, Mediator sei risikofrei. Heute leidet sie an einer Herzkrankheit. Die Studie der Zeitschrift Prescrire hatte ihr Hausarzt wohl nicht gelesen. Die unabhängige medizinische Publikation hatte bereits 1997 eine umfassende Untersuchung über den Wirkstoff durchgeführt, der sich hinter dem Namen Mediator verbirgt, Benfluorex. Wir wollten sehen, welche Auswirkungen dieses Medikament auf die eigentlichen Probleme, also auf die Komplikationen von Diabetes hatte. Und nichts. Kein Beweis für irgendeine Wirksamkeit in dieser Richtung. Keine langfristigen Studien, die den geringsten konkreten Nutzen bei diesen Komplikationen nachwiesen. Aber vor allem besteht eindeutig eine enge Verwandtschaft zu Appetitzüglern, von denen bekannt ist, dass sie gravierende Nebenwirkungen haben, besonders auf Herz und Lunge. Nach unserer Überzeugung, und das war auch 1997 unsere Schlussfolgerung, gibt es keine spürbare Wirksamkeit bei Diabetes, dafür ernsthafte Bedenken in Bezug auf unerwünschte Nebenwirkungen. Es gibt also keinen nachvollziehbaren Grund, Menschen den möglichen negativen Nebenwirkungen dieses Medikaments auszusetzen. Mediator hatte einen nahen Verwandten, dessen Geschichte die zuständigen Aufsichtsbehörden hätte alarmieren müssen. Isomeride. Zwischen dessen Markteinführung 1985 und seinem Verschwinden 12 Jahre später schluckten 7 bis 10 Millionen Franzosen diesen Appetitzügler. Sein Wirkstoff, der dem von Mediator sehr ähnlich ist, verursachte schwere Lungen- und Herzerkrankungen. Im Dezember 1997 wird Isomeride in Frankreich verboten. Sein Vetter Mediator hingegen, seit 1976 auf dem Markt, darf seine Karriere fortsetzen, als sei die nahe Verwandtschaft den Verantwortlichen für das französische Gesundheitswesen einfach entgangen. Betrachtet man die lange Geschichte der Vermarktung von Mediator, stellt sich unweigerlich die Frage, ob da wirklich bloß Inkompetenz am Werk war. Bei der strukturellen und biochemischen Verwandtschaft zwischen Isomeride, Benfluorex und deren gemeinsamen Zwischenprodukt Norphenfluramin, einer eindeutigen Ähnlichkeit also, liegt es doch auf der Hand, dass gleiche Ursachen auch gleiche Auswirkungen haben werden. Einem Pharmakologen fällt das sofort auf. Wie ist es möglich, dass die Verantwortlichen für die Sicherheit auf dem Arzneimittelsektor dies über eine so lange Zeit nicht gemerkt haben? Den Pharmaproduzenten Wyeth, der Isomeride in den USA unter dem Namen Redux vertrieb, hat das zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar gekostet. Hunderttausende von Verfahren wurden gegen den Hersteller angestrengt. In Frankreich wurden wegen Isomeride gegen den Pharmakonzern Servier vielleicht 5 oder 10 Prozesse geführt. Als das Produkt vom Markt war, haben sich die Kardiologen in Frankreich dafür einfach nicht mehr interessiert. Es ist anzunehmen, ja sogar ziemlich sicher, dass einige Kardiologen Herzklappenfehler entdeckten, die sie Isomeride zugeschrieben haben, weil sie von dessen Schädlichkeit gehört hatten. Aber ich weiß nicht, ob sie das gemeldet haben. Nach dem Motto, wenn ein Mittel schon vom Markt genommen wurde, warum sich dann noch aufregen? Schlank zu bleiben war für Muriel Rosset lange eine regelrechte Obsession. In den 90er Jahren nahm sie zuerst Isomeride, dann Mediator. Heute leidet sie an einem Herzklappenfehler und muss jeden Tag den Flüssigkeits- und Gerinnungswert ihres Blutes überprüfen lassen. Ist das Blut zu dünnflüssig, drohen spontane Blutungen. Ist es zu dickflüssig, bilden sich Gerinnsel. Beides kann tödlich sein.
Merci, d'accord. Seit dieses Problem aufgetreten ist, muss ich den Gerinnungswert ständig kontrollieren. Also komme ich jeden Morgen als erstes zur Blutabnahme hierher. Denn je später ich komme, umso später bekomme ich meinen INR-Wert, den ich brauche, um meine tägliche Medikamentendosis anzupassen. Das ist schon ein ziemlicher Stress. Und es gibt keine Chance auf Heilung. Die Zukunft sieht für mich nicht gerade rosig aus. Naja, so ist das eben. Muriel gehörte zu den vielen tausend Frauen, die in Blogs Informationen über ein Wundermittel zum schnellen Gewichtsverlust austauschten. Es war das Produkt überhaupt. Alle nahmen Mediator. Ich habe um das Jahr 2000, zwei Jahre nach meiner Schwangerschaft, damit angefangen, weil ich meine überflüssigen Kilos einfach nicht mehr wegbekam. Zusammen mit einer Diät bin ich diese Kilos dann tatsächlich wieder losgeworden. Ich habe Mediator 6 Monate lang genommen und ein paar Jahre später habe ich es noch einmal für ein halbes Jahr verschrieben bekommen. Damals haben wir einem Arzt vertraut, wenn der einem etwas verschrieb. Mediator ist nicht teuer, etwas über 5 Euro, und wird zu 65% von der Krankenkasse übernommen. Es ist der Appetitzügler der armen Leute und für 50- bis 60-jährige Frauen bestimmt, die zugenommen haben, weil sie mit ihrem Alltag nicht klarkommen oder sozial benachteiligt sind. Manche Frauen nehmen Antidepressiva. Sie leben getrennt, haben finanzielle Probleme und erhoffen sich Hilfe von ihrem Hausarzt. Da hat ein Medikament wie Mediator, das einem vielleicht gut tun und auch nicht schaden kann, durchaus seinen Reiz. Tausende von Frauen baten ihren Arzt, ihnen Mediator zu verschreiben. Seferina Cordova gehört zu den Patientinnen, die das Mittel geschädigt hat. Nach einer Operation am offenen Herzen lebt sie heute mit künstlichen Herzklappen. Meine Schwester und ich haben immer auf unsere...